Hey Leute, willkommen bei Desk Guy zu einem kleinen weiteren Info. Diesmal ist es ein Info-Tutorial. Nee, Tutorial, fucking Video, so. Zu einem Video über Garry's Mod und unseren wunderbaren Roleplay-Server. Hier steht zwar Psycho bei Roleplay, aber der Name steht noch nicht fest, deswegen nicht wundern. Lok ist auch dabei, was geht bei dir, Lok? Ja, hallo, wie geht es euch? Ja, das musst du mich fragen, weil die anderen, die können das. Ihr könnt meinetwegen gerne in die Kommentare das reinschreiben, aber hey. Ja, eben, so ein bisschen. Game, so ein bisschen Interaktion. Gut, Leute, auf jeden Fall, das ist jetzt hier die Karte. Ich gehe mal kurz in den Kameramodus, dann sehen wir das besser. Hier, das ist der Spawn, der wird aber noch bearbeitet. Das hier ist der Spawn. Der wird noch ein bisschen bearbeitet werden. Keine Sorge, dass wenn wir ein bisschen umdeichseln. Das Problem ist, wir haben jetzt diese Map hier ausgewählt, weil das hat mehrere Vor- und Nachteile gehabt. Und wir haben heute den ganzen Tag uns nur mit ganz vielen Problemen und so rumgeschlagen, wie gesagt. Aber ich denke mal, bisher ist das Ergebnis eigentlich ganz schön. Überall sind Schilder und Autoschilder und alles sieht schön aus. Wir haben Speedbumper. Hallo Noah, was geht bei dir? Und nicht viel. Hier haben wir die Polizeistation auf jeden Fall mit dem Rathaus. Das sieht alles ganz anders aus als, ich sag mal, zuvor. Manchmal ein bisschen retromäßig, aber ich finde es auch eigentlich ganz cool, weil es mal anders aussieht als das, was ihr meistens seht. Wir haben überall natürlich Geschwindigkeitshinweise, weil es hier auch Blitzersysteme und sowas geben wird. Und natürlich haben wir hier auch wieder Deko hingebaut, wie man das so gewohnt ist. Aber auch natürlich Wegweiser. Ob das jetzt mit Distanz her von der Map her so ist oder ob ich das für mich jetzt so eingestellt habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe lange Zeit kein Gmod mehr gestartet. Auf jeden Fall, Leute, haben wir dann hier noch eine Rettungsstation, wie man das eigentlich von den neueren Versionen auch so her kennt. Gibt es hier in der älteren Version jetzt nicht. Aber das macht auch gar nichts. Auch hier können wir wieder die Bank überfallen. Ich muss aber noch den Gatespot hier saven. Wir sind, wie gesagt, gerade voll am Arbeiten. Ich habe euch ja versprochen, dass ein Server kommt. Und den sind wir jetzt gerade am Machen. Was kann man darüber noch sagen? Ja, das ist halt verschieden. Also bisher verschiedene Schwierigkeiten gab und deswegen sich das alles halt verzögert hat, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh ja, oh ja. Hier in unser improvisierter Kleiderschrank, der ist wunderschön, oder? Dieses kleine Scheißteil, ernsthaft an der Ecke. Aber insgesamt ist es wirklich cool, wir haben einige Plugins hier drin, wir haben einige neue Plugins hier drin, die ihr auch noch nicht kennt, das ist dann noch so überraschungsmäßig. Wenn ihr Ideen, Vorschläge oder sonst was habt, gell, schreibt es einfach gerne unten in die Kommentare oder in meinem Discord, da habe ich einen Channel gemacht namens DarkRP und Roleplay oder irgendwie sowas ähnliches, da einfach gerne reinschreiben, was ihr euch gerne wünscht. Wir haben G-Homes wieder hier reingeklatscht, also ihr könnt hier wieder wirklich Läden kaufen und so. Wir haben Casino hier drin. Darf ich dazu was sagen? Ja, klar. Es gibt in der City Häuser, die man sich mieten und kaufen kann, manchmal auch nur mieten, weil es Einkaufsläden sind. Und in der Rest der Stadt gibt es verteilte, manchmal kann man die sich einfach normal holen, manchmal kann man die sich dann wieder mieten. Genau. Das ist perfekt, sehr gut. Und hier haben wir auch noch Werbedinger, also Werbeanzeichen oder Werbetafeln, die man sich mieten kann. Ist auch ganz cool, weil ihr hier wirklich echte Bilder draufkleben könnt. Hier haben wir Casino, also das ist momentan erst ganz simpel gehalten, hier mit Double or Nothing. Also wirklich nichts Großartiges jetzt erstmal. Das kann auch dann jeder der Casino-Wächter in Anführungsstrichen sich so einrichten, wie er will. Natürlich haben wir hier auch wieder K-Mods und sowas drauf, mit Tankstellen und tralala. Das wird alles noch ein bisschen umbearbeitet. Die Karte ist sonst eigentlich relativ cool gemacht, wie gesagt. Oben ist das Rathaus hier in der Mitte und unten ist natürlich dann die Information und die Polizeistation. Jetzt will ich nur gerade überlegen, ob ich noch irgendwas hier jetzt verpasst habe. Wir haben immer Informationen, wie gesagt, wie viel man hier fahren kann. Das kann sich auch ändern, deswegen immer auf die Geschwindigkeit gucken. Und sonst haben wir eben hier wirklich viel Platz, wo der User machen kann, was er will. Natürlich haben wir hier auch wie immer ein Industriegebiet. Hier klebt noch ein Bot. Okay, der Typ, der kommt noch weg. Der Klatzkopf hier kommt noch weg. Und dann geht's mal weiter. Hier haben wir auch Werbetafeln im Industriegebiet. Hier kann auch jeder machen, was er will. Ich finde das ganz nett. Ja, ich habe auch schon die ganzen Straßenarbeiten-Dinger registriert. Also, ich sag mal, wo dann irgendwelche Probleme auftreten können, wo ihr dann hinfahren müsst und die reparieren müsst und so. Das ist alles schon ready, auch die Farmer Market und so. Leute sind schon ready. Also sonst ist es ja eigentlich relativ spielbar. Nur wir haben eben noch ein, zwei kleinere Probleme und ein paar Bots, die noch gummig rumstehen und so. Deswegen würde ich mal meinen. Lange Rede, kurzer Sinn. Bin noch jemand. Genau, alles super, das ist es. Ihr könnt euch hier wirklich alles Mögliche mieten, aber auch vieles einfach so, wie ihr es gewohnt seid, mit E einfach aufkaufen. Also ihr habt beide Möglichkeiten, hier draußen eher im Nichts könnt ihr das auch anders machen, wie gesagt. Ihr geht zum Haus hin, wie ihr es gewohnt seid, drückt E und könnt euch das Ganze einfach so holen, temporär, so lange bis ihr auf, oder so lange, wie ihr auf dem Server drauf seid. Fischer Market ist natürlich, wieso habe ich hier Fisch-Fisch-Market? Okay, der Fisch-Fisch-Market, wie hier oben steht, der ist auch vorhanden. Darüber muss ich jetzt nicht mal weiter reden. Und sonst denke ich, ist das hier relativ groß. Nicht zu groß, aber es ist angemessen groß. Und ich denke, das ist eigentlich ganz nett so, oder?
Ja, so. Und wenn sich jemand mit Hammer Editor auskennt, einmal bitte unter dem Video schreiben. Ja, genau, dann können wir hier nochmal, dann könnt ihr uns auch mal ein bisschen belehren und erzählen, wie das geht. Vielleicht beschäftige ich mich auch mal damit und mache ein, zwei Tutorials für Leute, die gerade auch Garry's Mod Server machen oder so. Und sonst würde ich. Musst du es aber erstmal können. Ja, deswegen sage ich ja, ich muss mich auch mal damit beschäftigen. Und sonst würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das kleine Info-Update-Video zu Dark IP. Ich habe es ja versprochen, es ist schon Monate her, ihr habt es euch immer wieder gewünscht. Und dann habe ich heute gedacht, ey Leute, komm, wir tun jetzt wirklich mal den ganzen Tag hier rein investieren und nur Dark IP machen. So ist es auch geschehen. Was soll ich Großartiges dazu sagen? Leider. Ja, es ist wirklich anstrengend gewesen, aber... Ich bin mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Die Karte wird noch ein bisschen weiter verschönert werden. Die ist noch ein bisschen drist. Das ist aber eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Sonst, lass mich mal kurz so im Kameramodus rausgehen. Sieht das. Gerade so mit teleportiert? Sieht das wirklich relativ schön aus, finde ich jetzt. Das HUD ist schön, finde ich. Hier das R4-Menü. Hier haben wir noch einige Sachen, wie zum Beispiel den Feuerwehrmann und einige Skins, die geupdatet werden müssen. Polizeiskins müssen noch ersetzt werden. So Standardsachen nehmen, ne? Und von daher, sonst ist es eigentlich relativ alles schön strukturiert und ja, ich kann dazu gerade erstmal nicht sagen, es wird sich auch einiges ändern, wenn ihr Ideen, Vorschläge oder sowas habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Es kommen natürlich auch weitere Tutorials zu Dark IP, wo ich jetzt gerade wieder in der Materie drin bin und wie gesagt, überall kann man Werbetafeln sich mieten. Diesmal haben wir hier statt ein Burger King KFC rumstehen. Ja, mehr kann ich dazu gerade auch nicht sagen. Noch jemand anderes von euch, der irgendwas sagen will? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, okay, wunderbar. Dann bleibt immer schön auf dem aktuellsten Stand, indem ihr hier immer schön guckt, ob ich ein Video dazu mache oder einfach auf Discord gehen und da unter Dark IP gerne mal gucken. Ihr könnt auch gerne unter dem Dark IP Channel auch dazu, wie gesagt, Ideen und so schreiben oder Kritik meinetwegen auch oder Probleme, die aufgetreten sind. Hier ist gerade noch ein Passwort drauf, der Server wird bald fertig sein, hoffe ich. Vielleicht ja, auch nicht. Oder eh nochmal mit dir reden. Bitte? Oder eh nochmal mit dir reden. Genau. Und auf jeden Fall, deswegen würde ich sagen, ich lasse euch natürlich immer, oder ich update euch immer wieder mit Videos und sowas. Und damit würde ich mal meinen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Ist eure Schuld, dass ihr so gedrängt habt, dass wir jetzt hier endlich mal was gemacht haben. Also, ist es gut, ist es schlecht, keine Ahnung, könnt ihr entscheiden. Wir sehen uns im nächsten Video zu BOD, also Battle of Decay, der Unranged 4, Garry's Mod, Dark RP, TTT, Death Run, keine Ahnung, was alles noch kommen wird. Wir sehen uns, haut rein, Leute, ciao, ciao.